Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mordwolf. Jo, ab geht's. Heute ist ein regnerischer Tag und wir sind trotzdem da für euch. Jo, Leute, also erstmal, warum so wenig Videos zurzeit kamen. Ich habe echte Probleme mit meinem Rechner und vor allen Dingen auch echte Probleme mit Minecraft. Momentan streikt meine Maus schon wieder. Jo, alles klar. Ihr seht, es ist schon eine Menge passiert. Ich habe offscreen schon mal weiter gebaut. Ich habe mir ein Häuschen gebaut. Ein wundervolles Häuschen. Und wir haben einen Briefkasten. Und wie es mit dem Briefkasten so nun mal ist, ne? Man guckt auch mal rein. Und boah, ey, wir brauchen deine Hilfe. Alles klar? Dann schauen wir mal, wer meine Hilfe benötigt. Vor 7 Tagen kam dieser Brief. Oh, ist schon sehr alt. Aber wir werden ihn trotzdem einmal lesen. Hallo Hotwind, die Bauarbeiter in der Stadt kommen nicht mehr weiter. Ist es dir möglich, ihnen Steine und Holz zu besorgen? Lass mal gucken. Also wir haben eine Pickaxe da und wir haben auch eine Axt da und wir haben auch noch ein paar Steine im Inventar. Das heißt, ja, es ist uns möglich. Wir werden ihn auch gleich mal löschen, weil sonst quillt der Briefkasten irgendwann über. Lop, will gerade nicht. Will nicht gelöscht werden. Bye bye. So, der Briefkasten ist leer und wir machen jetzt, legen wir uns erstmal die Rüstung an. Ja? Kann ja sein, dass wir hier Besuch kriegen, was wir nicht haben wollen. Und irgendwo hatte ich, glaube ich, noch eine vernünftige Pickaxe rumzuliegen. Aber obwohl Steine haben wir ja eigentlich gerade. Wir gucken mal nach. Nein, da ist der Ersatzbriefkasten drin. Nein. Habe ich einen Bug? Leute, ich glaube, ich habe einen Bug. Meine Rüstung hat sich verdoppelt. Ich weiß gar nicht warum. Wir packen die mal weg. Warum hat sich die Rüstung verdoppelt? Ach, immer wenn man irgendwelche Mods drin hat, dann funktioniert irgendwas nicht ganz so, wie man soll. Aber gut, wir schauen da mal nach dieser Folge nach. Ich meine, jetzt können wir uns zwar schon lang drum kümmern, aber auf gesagt, ehrlich gesagt, okay, los. Also gehen wir jetzt ein bisschen Holz farmen. Ich weiß ja nicht, wie viel Holz sie brauchen. Aber gut. So, ein, zwei Bäumchen oder so wäre das schon mal eine Lösung. Und natürlich sind wir etwas umweltfreundlich. Etwas ist gut. Aber für jeden Baum, den wir abholzen, stellen wir 2 neue wieder hin. So, und dann nehmen wir auch noch den Baum mit. Weil so viel Holz war der jetzt auch noch nicht. Wie gesagt, für jeden Baum, den wir abholzen, stellen wir 2 neue hin. Oh, Apple. So. Da ist noch ein Seed, den wir mitnehmen. Hinten steht auch noch ein Seed. Und dann stellen wir mal hier einen hin, der ist ein Stück viel größer. Dann können wir hier noch einen hinstellen. So, jetzt haben wir 14 Holz. Ich hoffe, es reicht genau. Ich weiß nicht mal, was der für Stein braucht. Vielleicht braucht er den Stein ja dafür, dass das Holz dafür, dass der Stein brennen kann. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Und Frank war der Bürgermeister. Ne, zu dem gehen wir nicht. Der ist so unfreundlich gewesen zu mir. Und ich habe immer noch nicht geschafft, einen Termin mit ihm zu machen. So, dann nehmen wir das Holz und gehen nochmal brennen. Da haben wir sogar Steine. 4 Stück.
Doch, machen wir mal ein bisschen nach. Ich weiß ja nicht, wie viele du brauchst, aber ich könnte dir 4 Steine geben. Bitte schön. Ja, mit 4 Steinen ist er schon mal zufrieden und haut ab. Wo ist es schon wieder dunkel? Muss ich mich bewaffnen? Essen muss ich. So, ich hoffe, die Töne sind mal nicht so laut. Ich hab die extra leise gedreht. Wo macht denn das Mu? Ich komme, dann macht es nicht mehr Mu. Was? Wo? Hier? Das ist schon wieder zurück. Braucht er schon wieder Steine? Kann der sich die nicht da selber rausholen? Hier ist noch 7. Ich glaube, wir sind die ganze Folge dabei, diesen Typen dazu helfen. Das ist nämlich sehr unselbstständig, wie man sieht. Kommt nicht mal in seiner eigenen Werkstatt alleine klar. Aber gut, wurde gefragt, kannst du uns helfen? Und ich denke mal, wir sollten den da mal ein bisschen seinen Stein noch brennen lassen. Und sollten neue Steine besorgen. Oder eigentlich hätte ich ja Bock, ein Dungeon zu machen. Ich weiß bloß nicht, wie lange ich überlebe. So Leute, wollen wir ein bisschen Action hier reinbringen. Da ist ein Dungeon. Den, ich brauche Stein. Ja, du kannst dir deinen Stein jetzt selber holen. Alles klar. Ist klar. Da sind wir beim Thema, wie lange überlebe ich? Ich wurde von euch erschlagen, ja. Wir haben jetzt zum Glück einen Todespunkt, ja? Und mein letzter Übernachtungspunkt war bei Endro oder so. Hallo. Und auf Wiedersehen, ich gehe dann mal wieder. Und es wird übrigens auch gerade dunkel. Im Dunkeln will ich das nicht machen. Ach, das ist na gut. Gut. Gehen wir Frank nerven. Frank hat ein Bett. Frank hat ein Bett und dann machen wir da mal Peneritis. So. Ich würde gern doch mal ein Dungeon machen wollen. Allerdings muss ich erstmal eine Sache wiederholen. Ist jetzt schon heller geworden? Ein bisschen, oder? Aber das Problem ist, ich werde die Sachen nicht kriegen, weil. Die unter Wasser sind. Oder? So tief. Hoffentlich. Krieg den nicht auf. Während ich auf diesen Sarg rumklopfe, kommen oben mehr Spinnen raus. Das ist eine kacke Idee. Geh doch mal kaputt.
Da könnte ich mich draufstellen, sagt mir das mal jemand. Der Hotwind liegt da. Begraben. Ich schicke meinem eigenen Sack drin. Die Rüstung nicht wiederbekommen. Oder? Ich habe die Rüstung nicht wiederbekommen. Die gute alte Rüstung. Und ich brauche eigentlich... Ja, der Stück ist auch. Eigentlich brauche ich Licht. Was hast du denn da? Ist klar. Ein Stock, ein Schwert? Warum kommen da so viele raus? Das heißt, ich muss erstmal Licht machen da drinnen. Hey, hallo, mit dir, Schwert? Nee, ich bin ja ein kleiner Schisser, aber... mit dir, Schwerter? Hallo erstmal. Schön, euch kennenzulernen. Da kommt der Nächste. Hier bin ich. Du bist bitte da. Lootback. Ich hab Angst, nachdem was da rauskommt, ey. Gut. Wir machen das jetzt ganz einfach. Ich muss Kohle fahren. Ich muss hier irgendwie zum alten Lager. Dürfte ich vielleicht noch Kohle und so haben. Da hinten ist mein Netherportal. Hab ich da noch Kohle drin? Oder Fackeln? Nein, aber Lootbags. Holz haben wir. So, habe ich hier noch Kohle drin? Bin ich da? Hier. Ja, haben wir. Gut. So, dann haben wir hier noch Holz. Wie gut, dass das gute alte Lager noch da ist. So, jetzt machen wir uns hier erstmal Fackel. Das ist kacke, ehrlich gesagt. So, heute wird die Folge etwas länger. Schauen wir mal, wie lange. Ich hatte schon vor, diesen Dungeon heute fertig zu kriegen. Wir nehmen die Backrüstung. Wieder einfach doppelt war. Und dann versuchen wir damit nochmal in diesen Dungeon zu gehen. Beziehungsweise in diesen Battle Tower. Denn bei mir jetzt ist mir alles ein bisschen zu heiß da. Sind voll easy stark. So. Essen. Auf geht's. Jetzt mal richtig Action machen. Karacho hinstellen. Ach, so hoch. Ja, nee, ist klar. Wollt ihr mich veräppeln?
Evelyn und nochmal für Evelyn. Ja, wo habt ihr? Ja, nee, ist gerade der nächste da. Da kommt man nicht mehr rein. Oh Gott, läuft hier schief. Ja, die ist klar. Der Kleinste ist am schnellsten. Ich will aus dem Geist, aus dem Sichtfeld, meine ich. Folgen wir erstmal einen Weg dahin. Echt zu heftig gerade. Ich dachte, die Dinger sind easy. Aber irgendwie. Ich bin nicht mal in der Nähe und die spawnen. Alle. Oh, hallo Leute. Seht ihr das? Eine Spinneninvasion. Aber wir können jetzt erstmal. Nee, ich dachte, das sind auch so. Die habe ich schon mal vergiftet. Alles klar. Nochmal. So. Haben wir schon mal Licht gesetzt. Schaffen wir zumindest die erste Ebene. Nicht wahr, ich glaube. Komm man nicht mal ran so. Ich versuche die sich gerade selbst zu töten, indem die runterfallen. Ich bin gleich wieder tot. Der Ding jetzt schon kommt. Ich muss hier weg. Das kriegen wir mit der Rüstung definitiv noch nicht hin. Jetzt hat denen auch noch einen Weg gezeigt. Was machen wir? Eigentlich ist ja gar nicht viel in dieser Folge passiert. Ich muss noch ein bisschen farmen. Vorher noch ein paar Steine und ein bisschen Holz. Ist klar, wie viel gibt es von euch? Nur schon irgendwie. Mann, du kleiner Fatzke. Stirb doch mal. Von mir nachts. Blut weg. So, jetzt gehen wir wieder schlafen. Erstmal immer pennen. Bin ich blöde? Bin ich. Lass mich in Ruhe. Ja. Ich höre euch. Setzen wir einen Spawnpunkt hier um. Gute Nacht, Leute. Ein neuer Tag beginnt. Auf die Suche nach dem Sinn. Suche nach dem Leben. Es wird ja alles geben. So. Ich höre Monstrums. Was bringt mir eigentlich die Lootbox gerade? Was zu essen? Wundervoll. Dann Ludwig. Feuerstaub, 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 immer Feuerstaub. Das kann ich mit dem ganzen Feuerstaub voll. Und wir packen das mal weg.
Dann gehen wir noch ein bisschen campen. So, essen wir. Nehmen wir uns auf die Stelle das Schwert. Und dann ziehen wir mal den Kampf. Für Monster sind gar keine da. Und so was. Nee, da jemand auch nicht rettet. Bin ich heute ein bisschen zu mimihaft. Wir müssen dann halt so ein bisschen Zuckerrohr ist gut, Zuckerrohr brauchen wir. Akku. Das war eine Kuh. Das ist nicht mehr. Obwohl, ich sollte nicht so viele abschlachten, wir sollten sie langsam züchten. Was machen Sie eigentlich da oben? Ich gebe euch mal einen Grund, darunter zu kommen. Ich helfe euch mal dabei. Ja, unterhaltet euch durch. Ich kann ihre Sprache leider nicht verstehen. Ups. Also, könnten Sie bitte das nächste Mal nicht auf meinen Kopf springen? Wäre ganz nett von Ihnen, Herr Robinson oder so ähnlich. Ich stehe nicht darauf, wenn man mir auf den Kopf springt. So, ihr habt da wieder zwei Bäume dafür, dass ich ihn weggenommen habe. Jetzt haben wir noch eine Kuh, da gibt es also wieder Essen. Zufällig oder so, nö. Ich schütze auch. Und dann verlust gleich XPs. XP und Essen. So, dann gucken wir mal, was auf der Insel so sonst noch Schönes da drüben ist. So, nichts. Okay. Hat sich also voll gelohnt, hier hinzugehen. Ist es? Ja. Ich glaube, wir haben einen Unterwassertempel gefunden. Also auch die nächsten Tage werden wir uns auch darum kümmern. Ich habe nämlich Gold bekommen. Ja, es ist einer erleuchtet. Es ist ein Tempel. Wir sollten uns den markieren. Nur überlege ich gerade, wie. Nein. Boah, hat mich gerade erschrocken. Ja. Das tötet mich gerade. Ich kann den gar nicht markieren. Oh. Leute, wenn ihr das wüsstet, man sitzt hier mit Kopfhörer und nichts ahnt, rennt man über den See und dann kommt zum Guardian. Gut, dann werde ich die Markierung hier hinsetzen, weil man kann ihn ja hier sehen. Wie war das jetzt? Nö. Also definitiv haben wir einen Unterwassertempel. Das ist wundervoll. Und vor allen Dingen so schön am Dorf. Das heißt, wir müssen nicht mehr lange. Und der nächste Vorteil ist, ich kann daraus offscreen dann eine Farm bauen. Eine Guardian Farm. Allerdings muss ich das offscreen machen, weil ehrlich gesagt, es dauert sehr lange. Das ganze Wasser muss dort weg. Die ganze, es muss halt alles abgebaut werden.
Da ist dann nur ein viereckiger weißer Kasten. Der dann arbeitet, aber der Vorteil ist halt, man kommt jetzt, bekommt den Guardian Loot, ohne dafür was zu tun. So, jetzt haben wir schon mal 8 XPs. Gut, das heißt, wir haben einen Unterwassertempel im Dorf. Gut, beziehungsweise nicht gut. Da reisen wir heute mal ein bisschen noch. Hier haben wir noch mal einen Loot-Tempel. Das wäre auch eine schöne Struktur hier. Ich hätte vorher reisen sollen. Aber gut. Den Reisebett mitnehmen soll. Wo ist der? Hier können wir runtergehen. Reisen wir mal ein bisschen durch die Gegend. Schauen uns Mordboard an. Und da haben wir wieder Tempel und irgendwie gerade Black. Aber alles nicht so schlimm. Dann laufen wir da lang und nicht Black. Warum gibt es hier so viele Deutschen? Der sogar im Land. So, wenn ich jetzt sterbe, beende ich die Folge. Hallo? Vor allem, wenn ich jetzt sterbe, ich bin gleich tot. Ich hab nichts, doch, ich hab was zu essen. Ich bin für diese Battle Dungeon wohl noch nicht genug ausgerüstet. Gut, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Eine Wüste. Aber wir gehen ein bisschen in der Wüste spazieren. Oh. Eine Idee. Lava. Okay, da kommen wir nicht drüber. Das Telefon war da. Was ist das? Was ist da drin? Hoffentlich keine Monster. Los, so. Eine Kiste. Eine Waffenkiste. Leiste. Auf jeden Fall krass Eisen. Was kann diese Waffenkiste? So. Nehmen wir sie an und gucken. Ein Ring. Mein Holz brennt weg. Und es wird schon wieder Nacht. Was mache ich mit dem Ring? Kann ich damit was anrichten?
Dein. Nein, dein. Ja. Das kann. Nee, das auch nicht. Weil ich müsste jetzt nach Hause. Ich fühle mich hier echt unsicher. Riskieren wir es weiterzulaufen? Oder was kann denn der rennen? Und komm nimm mal her. Nein. Doch, komm. Wir haben. Ein neues Schwert bekommen. Dankeschön, liebes Zombie-Männchen. Sie sind sehr freundlich zu mir. A lucky block. Entschuldigt. Ja, alles klar. Brauche ich jetzt nicht. Sondern mehr Lattens. Da hat er sich tatsächlich da unten versteckt. Ein Lucky Block. So, jetzt gehen wir mal. Hey. Ach, ich bin da runtergefallen. Schaden. Oh, hallo. Nein, ihr seid mir auch zu hart gerade. Ich meine, ich muss jetzt leider wegrennen. Ich brauche was, wo ich mich verstecken kann. Nichts, wo ich mich verstecken kann. Mann, oh, lass mich doch alle in Ruhe. Ich bin doch nur ein PvP-Noob. Und tschüss. So, an dieser Stelle muss ich euch sagen, leider muss ich die Folge beenden. Weil ich schon sehr lang. Alles klar, Sunny. Ciao, ciao, Leute, ich bin raus. Je nachdem, was ihr seht, lasst ein Like da, teilt es mit euren Freunden. Bis dann, ciao, ciao.